Der Fauberhäuptling ist ein Eventreihe in den Felder der Verwüstung. Und wir starten an der Wegmarke Verlorenes Tor. Es gibt allerdings zwei unterschiedliche Vor-Events. Einmal dieses hier. Das ist das südliche Event. Und eines auf der anderen Seite, weiter im Norden, das nördliche Event. Um letztendlich die Haupt-Event-Kette zu starten, reicht es, wenn eine dieser Vor-Event-Ketten gemacht wird. Die sind auch relativ ähnlich von der Herangehensweise. Und zwar gilt es zunächst, ein Lager einzunehmen und zu verteidigen hier erstmal. Might makes me right. Das ist nicht sonderlich schwer, allerdings spawnen hier an dieser Seite regelmäßig neue Gegner, die da immer reinlaufen und sofort wird der Kreis wieder rot. Das macht das Ganze etwas langwierig, zumindest wenn man alleine da ist. Ansonsten bleibt einer im Kreis stehen und der Rest stellt sich da vorne in den Weg und fängt alles ab, was einem entgegenkommt. Dann geht das relativ schnell. Ist das letztendlich geschehen, heißt es erstmal abwarten. The ogres will be back. Sarako, get some defenses up. Let's give the ogres a hostile welcome. Yes, ma'am. Time to bring in the garrison. Signal the reinforcements, Alessandra. Will do. Advance! Ich weiß nicht, ob das immer 90 Sekunden sind oder ob diese Lücke dazu benutzt wird, um das südliche Event mit dem nördlichen zu synchronisieren. Aber nach einer gewissen Zeit erscheinen auf jeden Fall hier diese Typen. Welcome to Sapper's Dell, Commander Neil. Excellent work once again, Tahiri. You and your troops are to be commended. Just doing our job, sir. And a fine job it is. Consider yourselves relieved. Get some rest. We'll take it from here. We'll be ready if you need us again. Troops, you heard the commander. We are dismissed. Und gleich erscheint hier noch ein weiterer NPC namens Finlay. Lässt dann noch kurz sein Sprüchlein ab. Und dann ist er für wenige Sekunden allerdings nur anklickbar. Bekommt dann also so ein Event-Starten-Symbol über dem Kopf. Wenn man das nicht rechtzeitig schafft, das zu aktivieren, dann startet hier in diesem Gebiet noch ein Verteidigungsevent, bevor es weitergeht. Wenn man es schafft, es zu aktivieren, kann man dieses Verteidigungsevent skippen und es geht direkt weiter. Wir sind nicht ready. Wir haben nicht die Forces, um hier zu halten. Sehr gut. Finlay, pick your best people. You're gonna have to make it count out there. Yes, sir. Das ist auch so bei dem nördlichen Event, nur dass der NPC da Maybreeze Shadowstalker heißt. Und jetzt führen uns diese NPCs im Grunde zu dem Hauptevent in der Mitte. Wo dann die eigentliche Eventkette losgeht. Today we bring glory to the Vanguard. We will halt the Ogre aggression and crush their chieftain. Remember, Ebonhawk is cheering for you. Fight for them. Fight for your land. Fight for your future. Don't let up your assault, or the Ogres will rally an army to push us back.
Das ist auch das erste Event dieser Kette. Man hätte sich also sparen können, jetzt hier die Leute noch zu verteidigen. Die bleiben hier stehen, die kommen auch nicht mehr weiter mit. Aber man sollte jetzt zu der markierten Position laufen. Genau, sie sagen es auch noch. Manchmal ist es sinnvoller, einfach mal zuzuhören. Man schafft die Champions eigentlich sogar alleine, wenn hier mal nichts los sein sollte. Allerdings kommt man dann in Zeitnot. Man sollte also zumindest zwei, drei Leute mit dabei haben. Je weiter das Event fortschreitet, desto mehr Anhänger findet man dafür allerdings auch. So, nachdem der erste erledigt ist, geht's hier lang, direkt zum zweiten. Im nächsten Teil müssen Ogerhäuser und Tiergefährtenhütten zerstört werden. Werden großflächig mit diesen Kreuzen markiert. Wenn alle Häuser und Hütten an dieser Position zerstört sind, verschwinden die Kreuze auch. Manchmal muss man das letzte Haus ein bisschen suchen. Aber solange da ein Kreuz ist, weiß man, da ist auch noch eins. Einfach mit der Maus drüber fahren und sobald da ein ausgewähltes Ziel ist, wird das ja rot umrandet. Kürzen das auch mal ein bisschen ab. Wenn dann die letzte Hütte und das letzte Haus zerstört ist, bekommt man es erstmal mit einem kleinen Zwischengegner zu tun. Da ist er auch schon. Ja, er bringt einen fürchterlichen Gegner mit sich. Allerdings hat man nicht wirklich genug Zeit, sich den anzugucken, weil er ziemlich schnell auf dem Boden liegt.
Eventreihe Tempel der Draenor erfolgreich beendet. Ist das erledigt, gehen wir schon mal weiter zum nächsten Kampfplatz. Direkt um die Ecke. Wo auch jetzt das letzte Event der Reihe startet. Der Faulbär-Häuptling ist da. Auch hier kriegt man den Veteranenschlechter sicherlich schnell erledigt. Jetzt geht's dann direkt an den Faulbär-Häuptling. Und damit ist dann auch die Eventreihe abgeschlossen. Reihe ab. White Bunch.